Und wieder ein herzlich willkommen. Moin, moin, die Leute. LS22 in der friesischen Marsch. Langsam versagt die Stimme, also würde ich mal ein bisschen weniger schnacken und mehr Bäume fällen. Nach ihm nochmal fragen, ich hatte vorhin nicht gelesen, war er jetzt Samstag dabei oder nicht? Ja. War gerade bezeichnend für dieses Bayern-Offensive. Musiala, der hochgelobte Supertalent. Einfach kein Glück aktuell in der WM, ne? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, ob es wieder ein Abwehrpatzer war, wie das Tor entstanden ist. Von Costa Rica. Vielleicht kann das einer in einem Satz oder zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, wie das passiert ist. Nenne ich immer schnell. Oh. Der Hackschnitzeltransporter fuhr gerade vorbei. Machen wir schnell ein paar Bäumchen fällen. Sieg. Ja, Boykott, ne? Spielerisch. Ja, wie gesagt, total dämlich. Sollten sich aufs Fußballspiel konzentrieren, habe ich aber schon mal gesagt, und nicht auf die ganzen Nebenschauplätze und mein Deutschland kann die Welt verändern. Ne? Weiß auch nicht, ob die Deutschen sozusagen sich das anmaßen sollten. Historisch gesehen irgendwie ein auf vier, ne? Von wegen, wir sind die Weltverbesserer. Schwierig. Glück und Bier auf raus. Weil nicht festhalten, Nachschusstor. Okay, also auch noch hat Neuer noch so ein bisschen nicht richtig zugepackt gehört. Oder, naja, werden wir bestimmt nach einer Wiederholung nochmal sehen. Das kann ich heute noch nicht verbindlich sagen. Okay, das ist aber übermorgen, ne? Wann entscheidet sich das? Weil ich muss ja gucken, ob ich sonst einen Ersatzmitspieler kriege für Samstagabend. Den müssen wir ja, schon wieder blöd hier. Hängt auch im Boden, ne? Komm. Hängt sowas von fest, da passiert gar nichts. Ob Flick auch so ein Bierhoff ist und der einfach immer da bleibt? Wenn ich Bierhoff, hier wäre es doch Löw. Genau, der war doch auch nicht richtig wegzukriegen. Und man dachte, der hätte eigentlich schon nach 14 oder so abhauen sollen, ne? Samstag von den Weihnachtseinkäufen zurück. Achso, okay. Ja, ist natürlich kritisch, ne? Aber gut, müssen wir sehen. Zwischendurch sieht es ganz gut aus, aber ja, ne, leider nicht so regelmäßig. Sonst haben wir hier natürlich auch schon wieder eine ganze Menge Holz, was weggesammelt werden will. Bayern-Fan, danke dir für den Prime-Sub. Aber ich habe gerade deine Bayern-Spieler abgelästert. Aber zu sehr, ne? Nützt ja nichts.
Grüße gehen raus und vielen Dank für deinen Prime Sub im 25. Monat. Richtig, so ist das schlecht. Ja, deswegen bist du jetzt auch hier im Gucken oder was wollte ich sagen? Komm, Deutschland, das lohnt auch nicht mehr mit dem 1-1. Also ich habe nebenbei den Stream tatsächlich laufen. Geht ja ARD, ne? ARD Livestream kann man nebenbei laufen lassen. Doppel Einwechslung bei den Deutschen Götze soll kommen und Havertz oder wer ist das? Mag ich zu bezweifeln, dass das noch funktioniert. Statt nochmal Leute reinzubringen, die bisher gar nicht gespielt haben, ne? Also es ist echt der Trainer, Mann. Und das auch den Leuten nochmal eine Chance, sich zu mal kurz mal zu zeigen, ne? Wer war da schon wieder? War da schon wieder Musiala? Der schon das zweite Mal den Pfosten zielt, er eigentlich mit Absicht auf den Pfosten. Epic Bayern-Fan. Egal. Nur die Bayern-Fan mit ein paar schöne Bäume, ne? Vielleicht will er die Bäume einsammeln? Darf das nicht. Wieso nicht? Klar darf ich Bäume einsammeln. Ja, schon wieder Musiala. Wir nehmen den doch einfach mal raus. Der hat doch, also der hat ja viel rumgetrickst, aber der hat ja nichts gebracht, nur nichts. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele Tore hat er gemacht? Null? Er hätte besser Brand, glaube ich, gehabt tatsächlich. Der macht zwar auch viel nichts, aber der trifft auch zwischendurch mal. Aber gut, national und international sind ja auch Unterschiede. Das kann man pauschal nicht sagen, aber natürlich ist man dann ein bisschen als Dortmunder gefrustet und denkt, ne, schön. Dass unsere Dortmunder Jungs die ganze Zeit die Bank wärmen dürfen und die anderen das vermasseln. Dann ist man lieber nachher zufrieden, wenn es die eigenen vermasselt haben. Dann sagen wir, okay, komm, waren die eigenen Spieler, die es komplett vermasselt haben. Vielleicht sowohl offensiv als auch defensiv. So. Ich sagte, ich wollte nicht so viel reden, ne? Die Stimme wird weniger. M24. Noch ein bisschen hin, ja. Braucht immer noch mehr Holz, als man denkt. Ich würde behaupten, so ist in Deutschland auch ganz entspannt Gruppenletzter, ne? Und Japan Gruppenerster, ne? Bayern wollen nicht ins Tor treffen, ne? Die sind in der Liga, sind sie aktuell wieder gut genug. Denken sich, nö, wir haben jetzt eigentlich ja, ne? Winterpause. Jetzt führt Costa Rica sogar 2-1, weil ich das gerade richtig gesehen habe und das durchgeht, das Tor, oder? Krass. Hat Trainer wieder alles gegeben beim Wechsel, ne? Läuft. Alter, ah, der Baum ist weg. Ja, der Baum. Ja, so wäre Spanien sogar raus. Lol. So wäre... Nach jetzt, ja, da gucken aber die Spanier nachher auch blöd, oder? Damit rechnen die aber auch in Null. Ich glaube, da passiert noch was bei Spanien. Spanien hatte ja so ein bisschen Schiebungsverdacht, ne? Von wegen, wenn die verlieren und Deutschland und so weiter, dann würden die wahrscheinlich Brasilien im Viertelfinale oder so aus dem Weg gehen.
Weil keiner will unbedingt gegen Brasilien spielen. Aber krass. Zählt das Tor? Es ist aber auch gehackt mit dran. Ich glaube, da war Süle aber wieder nicht ganz unschuldig, oder? Oh, jetzt wird da noch ein Kreuz reingemalt. Oh, oh, oh. Aber sei es denen gegönnt. Also ich bin jetzt nicht hier einer Hate und so. Das ist auch, ne? Sei es denen gegönnt. Sei es den Deutschen gegönnt, früh rauszufliegen. Da brauche ich mir über den nächsten Spieltermin auf jeden Fall keine Gedanken mehr machen. Ob ich dann streame oder nicht. So wie heute Abend. Sollen wir eine Vorhersage machen, ob Deutschland das noch schafft oder nicht? Ziemlich eindeutig, ne? Nein, lassen wir lieber. Ich weiß, die meisten schaut ja von euch Fußball auch nicht an. Wie schon 90% sind anti. Und, oh, es wird gecheckt. Und, was sagt die Frau? Verzählt? Checkover. Verzählt. Deutschland. Läuft. Geil, dass die Deutschen sich so Gedanken gemacht haben und gerechnet haben. Ja, nein, wir, ah, dann werden wir den 6-0 so, dann können wir es noch schaffen. Egal, und so, ja, genau. Costa Rica. Costa Rica führt. Gegen diese ach, ne? Schlechten Sturm und schlechte Abwehr. Jetzt kann man sich die Hand geben, auf jeden Fall. Und dass Japan und Costa Rica weiterkommen. Also da hätte, also da wären die Wettquoten, glaube ich. Da hättest du wahrscheinlich aus einem Euro 10.000 oder 100.000 gemacht, oder nach dem Motto, wenn du das gewettet hättest. Die Quote wäre wahrscheinlich der Tod gewesen. Die wollen also nur da, ja genau. Die Prämien, die sie kriegen, wenn sie so einen Titel holen, ist eh, und die meinen, einige Freunde sind ja eh schon und denken sich, ach komm, schon so viele Titel. Aber na, das sagt man so. Also eigentlich spielen die Fußballer, um zu gewinnen, aber einfach, ne. Oh, da ist das 2:2 von Deutschland. Müsste auch zählen. Und zwar Havertz, glaube ich, ne. Jetzt drehen sie durch, kloppen sich, die Frau will dazwischen. Keiner hört und jetzt prügeln sie sich gleich richtig. Was abseits? Tut mir leid, Leute, ne? Mir müsste eigentlich gerecht sein, das Tor. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, warum es nicht zählen sollte. Ändert aber noch nichts an der Grundgeschichte, ne? Aber auch mit dem Ergebnis ist Deutschland ziemlich raus. Aber Spanien wieder weiter. Ne, war kein Abseits von mir. Habe ich zuerst nicht richtig gesehen. So, aber ein Baum nach dem nächsten Feld. Ja, schon wieder ein richtig schöne Lichtung jetzt hier. Kommt mal wieder ein bisschen Licht durch. Wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen terraformen, da wo irgendwann dann das der Tisch dahin soll. Und wenn ich mich nicht verhake mit den Bäumen, dann sieht es doch auch schon echt gut aus, oder? Ich benutze nicht diesen Run-Zoom-Knopf da, sondern mache das alles, ne, ich steuere selber. Jetzt kommt wieder einer, der sich wieder verhakt. Ja, echt, ne? Mal schauen. Noch sind ungefähr, ja, sagen mit Nachspielzeit fast 20 Minuten zu spielen. Aber auch die deutsche Abwehr wirkt nicht gerade standhaft. Aber zumindest haben, ne, mit Havertz mal ein Spieler ein Tor gemacht.
der auch zuvor erst eingewechselt worden ist. Jetzt das 3-2 wahrscheinlich. Wie kann man das denn noch vergeben? Also. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das war eine dicke Chance. Nö, das war. Na doch, ich hab noch Glück gehabt. Wer hat den da verballert? Hülkrug, der Bremer. Die war jetzt verletzt oder was? Okay. Ja. Da hängt er wieder am Zaun. Ja, da liegt ein bisschen blöd der Baum. So, ich glaube. Dann schmeißen wir es mal weg. Eine Handvoll machen wir noch, ne? Dann reicht das aber auch für Holz für heute. Und das nächste Mal noch einmal und dann glaube ich, sind wir so ungefähr durch hier mit der Reihe. Ja. Habe ich gesehen. Deutschland ist jetzt doch deutlich besser, glaube ich, aber es ist konteranfällig. Ich glaube, ich darf sie auch gar nicht groß moderieren, ne? Weil sonst bestimmt wegen hier, keine Ahnung, irgendwelche rechte Verletzungen. Aber zumindest ist es nochmal ein spannendes Spiel, ne? Das finde ich, macht ja auch nochmal was aus. Dass jetzt einfach nur vor sich hin dümpelt oder ob das tatsächlich nochmal spannend wird. Gefühlte Kimmich-Ecke Nummer 25 in der WM und gefühlt immer noch kein Tor nach Ecke, wenn Kimmich schießt. Bin neugierig, was als Neues kommt auf der Marsch. Ja, das ist schon gut. Also, ne, neues Altes. Noch eine Ecke Kimmich, dann hat er jetzt 13:1 Ecken für Deutschland schon wieder, ne? Hier steht es 2:2. Natürlich ärgerlich für die Deutschen, die schon länger Urlaub in Katar gebucht haben, die denken sich auch, nur toll, jetzt kann ich mein Hotel ja vorzeitig wieder verlassen oder noch ein paar schöne Tage Urlaub genießen. Ein paar Romantiker beim Chillen. Also wie gesagt, ne, wenn ich das Dortmund-Spiel wäre, ne, ein wichtiges Dortmund-Spiel, dann würde ich ja auch anders emotional sein. Deutschland ist es irgendwie auch, ne? Klar. Deutscher Nationalität, okay. Das war natürlich schon für die deutsche Mannschaft. Aber ist wie es ist, ne? So. Und das war das jetzt. Erstmal der letzte Baum. Dann sammeln wir in der nächsten Folge ein. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.